Hier ist wieder der Treffpunkt Oberstarmark und damit recht herzlich willkommen bei MEMA TV. Der Altenpflegekongress findet schon traditionell im Brugger Kulturhaus statt. Auch heuer folgten der Einladung wieder rund 500 Teilnehmer. Im Ernstfall richtig reagieren. Auch Einsatzorganisationen wappnen sich für Notfallsituationen. Eine Übung der Einsatzorganisationen gab es kürzlich in Kapfenberg. Und Sport? Im Handball-Playoff ging es heiß her zwischen den ECE Bulls Brugger Namur und dem ATV Trofeia. Der bereits 8. Altenpflegekongress fand am 6. Februar im Kulturhaus der Stadt Brugg statt. Über 500 Teilnehmer verfolgten die Vorträge der unterschiedlichsten Referenten, wobei das Thema der berührte Mensch im Vordergrund stand. Ein Tag voller Emotionen und vor allem lehrreich für alle Anwesenden. Der 8. Pflegekongress in Brugg an der Mur fand im Kulturhaus statt, welches ideal für diese Veranstaltung war. Wir haben ein tolles Kultur- und Kongresshaus, das ist das eine. Wir können also Kongresse dieser Größenordnung auch tadellos bewältigen. Ursprünglich war geplant, einen Tag im Jahr die eigenen Beschäftigten, unsere Schwestern, unsere Pflegerinnen und Pfleger aus dem Alltag herauszuholen und sie ein wenig zu schulen und mit ihnen zu kommunizieren. Es ist etwas Großes daraus geworden. Aus ganz Österreich kommen mittlerweile Interessierte her. Also es ist rundum eine Erfolgsgeschichte dieser Kongress und ich bin froh, dass auch heuer wieder stattfindet. Das Motto Miteinander Mensch bleiben ist auch vor allem für die Zukunft wichtig. Die Vorträge berührten auch Außenstehende, die beruflich mit dem Thema Pflege nicht viel zu tun hatten. Das heurige Motto beschäftigt sich mit Berührungen. Mit Berührungen im vielfältigen Sinn des Wortes. Und jeder von uns ist entweder selber berührt, berührt andere Menschen. Und das im Kontext zu bringen, mit der Altenpflege, mit den alten Menschen, aber auch im täglichen Umgang, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Das Miteinander Altwerden ist ein wichtiger Grundbegriff im Bereich der Pflege. Der Altenpflegekongress ermöglicht Mitarbeitern in diesem Bereich ihr Wissen zu erweitern. Ich glaube, dieser Pflegekongress ist hauptsächlich dazu da, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzubilden, zu motivieren. Nicht nur zu motivieren, dass sie bei den alten pflegenden Menschen in bester Qualität das machen, sondern auch für sich selbst. Und dazu sind die Kongresse da, um einfach breites Fachwissen zu erzielen. Im Bereich der Pflege ziehen Brugg und Mürz Zuschlag seit Anfang Jänner an einem Strang. Ein kleines Resümee kann bereits gezogen werden. Ich glaube, es läuft ganz gleich gut wie vorher. Ich sehe im Bereich der Verwaltung, dass es hier noch kleinere Probleme gibt, das Zusammenführen der beiden Buchhaltungen und so weiter. Aber im Bereich der Pflege können Sie sicher sein, es funktioniert ganz gleich wie vorher, hervorragend, wie es immer war. Der Kongress ist nicht nur für Mitarbeiter eine Fortbildung, auch Schüler verfolgten diesen Kongress. In der Früh begrüße ich die Gäste, die meisten sind Stammgäste. Wir haben 520 reguläre Besucher, diesmal über 100 Schülerinnen und Schüler, die den Kongress aus dem Kino des Kulturhauses verfolgen. Ich glaube, der Mehrwert ist für alle da. Erstens fachlich, ein toller Input, und zweitens, glaube ich, gelingt es uns, den Kongress auch so aufzubereiten mit der Moderation, dass es auch einen gewissen Lustgewinn hat. Und ich glaube, die Leute fühlen sich hier wohl und das ist eine große Freude. Sowohl Brugg als auch Mürz Zuschlag sind beide gute öffentliche Heimbetreiber. Das Basisvertrauen ist auch seit dem Zusammenschluss Anfang des Jahres gegeben. Nein, es läuft so gut, wie es davor gelaufen ist. Beide sind wir sehr, sehr gute öffentliche Heimbetreiber. Jetzt geht es in diesem Jahr darum, das einmal ein bisschen zu konsolidieren und uns dann zu überlegen, wohin wollen wir uns weiterentwickeln. Die Familie ist größer geworden. Wir müssen uns ein bisschen kennenlernen, aber wir haben ein Basisvertrauen zueinander entwickelt und das macht mich durchaus optimistisch für die Zukunft. Angebote schaffen für ältere Menschen, die in Zukunft immer mehr werden. Angebote für Jugendliche, Kinder und Familien sind zwei große Bereiche, die es gilt abzudecken. Mit diesen beiden großen Bereichen kann es Brugg und Mürz Zuschlag durchaus schaffen, eine gesicherte Zukunft für die Region zu entwickeln. Der Ball des Herzens wird er genannt und das mit voller Berechtigung. Der Ball des BIOS-Institutes ist immer ein gesellschaftliches und bewegendes Ereignis im Kulturhausstadtsaal von Brugg. Alle zwei Jahre gibt es in Brugg an der Mur den Ball des BIOS-Institutes Brugg. Ein Ball mit Tradition und vor allem ein Ball der Herzen. Der Reinerlös dient wieder dazu, denjenigen, die Hilfe benötigen, unter die Arme zu greifen. Würden wir jenen nicht wirklich helfen, die diese Hilfe ganz besonders brauchen? Das sind unsere Kinder,
das sind unsere alten Menschen und natürlich auch die Behinderten. Also jenen gilt unsere besondere Aufmerksamkeit und alles, was möglich ist, müssen wir beitragen, dass es die Menschen gibt, dass es denen gut geht, dass sie in die Gesellschaft integriert sind. Und das sind Veranstaltungen, die auch hier abgehalten werden, wo man für diese Menschen da ist einige Stunden und wo man wirklich das tut, was man sich auch wirklich vornehmen sollte, gilt übrigens für die gesamte Gesellschaft. Bereits seit 135 Jahren steht man bei den Kreuzschwestern des BIOS-Institutes Bruck im Dienste der Hilfe und der Nächstenliebe. Gerade für uns als sozial-karitative Ordensgemeinschaft eine ganz wichtige Aufgabe. Schon unsere Gründerin hat ja dieses Werk begonnen, das ja jetzt 135 Jahre schon existiert. Und es ist uns ein Herzensanliegen, wirklich das weiterführen zu können auch. Wir haben einige Einrichtungen auf diesem Gebiet und ja, das ist eine Freude für uns auch. Der Ball des BIOS-Institutes, der alle 2 Jahre über die Bühne geht, hat schon was ganz Besonderes. Also das ist wirklich etwas Einmaliges. Wir kennen Schülerbälle von den Matura-Klassen, aber so eine Einrichtung, wo nämlich alle mitarbeiten, auch die Klienten und Klientinnen, das ist wirklich etwas Einmaliges. Alle halfen mit. Die Stadt Bruck, die Verantwortlichen des Balles und vor allem die vielen Besucher machten diesen Ball zu einem Ball der Herzen, auf dem sich alle wohlfühlten. Es ist ein wunderbarer Ball und wie du schon sagst, das Herz und die Seele schwingt da mit von den Klientinnen und Klienten. Du kennst das ja, ich kenn's recht gut. Mit welcher Begeisterung. Ich war am Donnerstag noch im BIOS-Institut und alle haben gebastelt und haben schon die Garderoben anprobiert. Einfach wunderbar und es ist einfach was Schönes. Ja, also für mich ist der Ball wirklich was ganz was Tolles, eben durch die Berührungen, durch die Polonaise, was da gemacht wird. Ich habe gerade mit der Schwester Oberin gesprochen. Man nimmt einfach für sich was mit nach Hause. Die Leute, die einfach eine Freude haben, das Lächeln, was sie im Gesicht haben, also wirklich, ich kann das wirklich nur immer wieder sagen, diesen Ball unbedingt zu besuchen. Es ist ganz was Tolles. Ja, ich finde, das ist wirklich toll. Man sieht ja am Besuch, wie viele Leute da sind und es war mir eine Ehre, auch hierher zu kommen und ein bisschen Unterstützung zu geben, weil die Einrichtung ist wirklich was ganz Tolles. Jetzt hat man vor 2 Tagen, Herr Vizebürgermeister, einen ganz tollen Kongress hier in diesen Hallen gehabt, den Kongress, den alten Kongress des SHV. Da ist der Mensch im Mittelpunkt gestanden und die Berührungen. Hier steht wieder der Mensch im Mittelpunkt, aber nicht nur die Berührungen, sondern auch das Herz. Ich glaube, eine ganz wichtige Einrichtung für die Stadt Bruck. Das denke ich mir auch und genau diese Stimmung ist heute und bei diesem Ball wirklich zu spüren. Nämlich da ist jeder mit Herz dabei, es ist eine wunderbare Stimmung und es ist eine besondere Herzlichkeit und Menschlichkeit zu spüren. Und das ist das Besondere an diesem tollen BIOS-Ball. Und bei jedem Ball werden die Gäste immer mehr und man merkt diese wirklich tolle und auch berührende Stimmung. Peter, ich glaube, man muss wirklich sagen, das ist ein nahtloser Übergang in einer Zeit wie dieser, in einer schnelllebigen Zeit, viel mit den Menschen zu tun zu haben, viel mit Berührungen zu tun zu haben und vor allem auch viel mit dem Herz. Absolut. Ich habe nur einen Verbesserungsvorschlag für unseren Kongress. Der war schon perfekt, aber mit der Polonaise und mit Mundwerk vom BIOS-Institut könnte er noch besser als perfekt werden. Das sollte man vielleicht im Auge behalten. Für heuer einmal ein Bravo den Organisatoren für diesen schönen Ball der Herzen im Herzen der Stadt Bruck. Die Arbeiterkammerwahlen des Bezirkes Bruck-Mürz-Zuschlag stehen Ende März am Programm. Eines kann man für die Zukunft schon vorab sagen. Man möchte sich noch stärker für die Arbeitnehmer einsetzen. Und wieder stehen im Frühjahr Wahlen an. Die Europawahl und vom 27. März bis 9. April die Arbeiterkammerwahlen des Bezirkes Bruck-Mürz-Zuschlag. Was will man gegenüber der letzten Arbeiterkammerwahl in Kreisen der ÖVP besser machen, um sich noch kräftiger für die Belange der Arbeitnehmer einsetzen zu können? Wir wollen jetzt auch also bei den Betriebswahllokalen stärker werden. Das heißt, wir werden versuchen, erstens die Wahlbeteiligung in unseren Bereichen zu heben. Und gleichzeitig hoffen wir, dass wir auch das nicht sozialdemokratische Klientel ansprechen können und sagen, Schatz, die Arbeiterkammer ist zu wichtig, als dass wir sie bei der Wahl links liegen lassen. Das heißt, wir fordern auf, zu
zur Wahl zu gehen. Und natürlich die Liste ÖRB, FCG, Franz Gosch hofft, dass wir auch im Bezirk Bruckmühls Zuschlag dann stärker werden. Es soll also neuen Initiativen und Ideen zum Durchbruch verholfen werden. Wir wollen den Servicebereich in der Arbeiterkammer verbessern. Wir wollen den Bildungscheck verdoppeln. Wir wollen einen Finanzcoach für jene, die in Not geraten sind, und wollen einen AK-Unterstützungsfonds für Mitglieder, denn wir sehen, dass vielfach also Not ist und diese Not sollte unterstützt werden. Und in Tirol gibt es bereits so einen Unterstützungsfonds und den wollen wir auch in der Steiermark haben. Zu den Hoffnungsträgern der jüngeren Generation zählt zweifellos Rudolf Gutjahr. Er wirkt als Betriebsratsvorsitzender der Arbeiter. Hauptziel wird einmal sein, in erster Linie die Wahlbeteiligung zu erhöhen in unserer Region. Und wie gesagt, dann die Anliegen der Arbeiterinnen und Arbeiter in Graz bestmöglich zu vertreten, die Rahmenbedingungen für die Leiharbeiter versuchen zu verbessern, aus Weiterbildungsthemen werden da sicher in Zukunft wichtig sein. Und wie gesagt, als Brückenbauer zwischen Arbeiterkammer und Landwirtschaft sehe ich mich auch. Keineswegs zufrieden war man bisher über die Wahlbeteiligung und vor allem über die Erfolgsquote in Kreisen der ÖVP. Die Volkspartei bzw. der ÖRB und FCG kann also hier noch viel ausbauen. Wir haben ja hier ein sehr, sehr gutes Wahlprogramm mit Franz Gosch, der ja als Pendler-Messias der Steiermark sehr bekannt ist und sehr, sehr viel für die Pendler auch gemacht hat. Und sein Schwerpunkt in der Arbeit, die er gemeinsam mit Rudi Gutjahr hier im Bezirk vorantreibt, ist eine lebenswerte Arbeitswelt. Und ich glaube, bei all den Dingen, die auf uns zukommen, auch mit den Lohnarbeitskräften und mit vielen sozusagen Kurzarbeitsverhältnissen, die da und dort tatsächlich in die Existenzen der Menschen hineingehen, ist dieses Thema lebenswerte Arbeitswelt ein ganz wichtiges, das auch von der Wählergunst hoffentlich erfasst wird. Credo ist also, eine lebenswerte Arbeitswelt zu fördern. Die Ergebnisse sollen künftig die Politik der Arbeiterkammer nachhaltig bereichern. Das Bad zum Leben. Tenne. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Das Bad zum Leben. Tenne. Am 1. Februar fand die Wintergebietsübung der Einsatzgruppe Hochschwab statt, die von der Ortsstelle Kapfenberg organisiert und ausgerichtet wurde. Die Übung wurde am späten Nachmittag angesetzt, sodass Tageszeit und wetterbedingte Erschwernisse zu den verschiedenen Vorgaben einen sehr realitätsnahen Ablauf der Bergungseinsätze ergaben. Die anwesenden Mannschaften der Ortsstellen Mixnitz, Bruck an der Mur und Mariazell mussten in Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen Alpinpolizei, Stadtfeuerwehr Kapfenberg inklusive Hundestaffel und Rotes Kreuz Kapfenberg ihren hohen Ausbildungsstand in den situationsbedingten Szenarien praxisbezogen umsetzen. Ja, wir sind in der Steiermark 53 Bergrettungsortstellen, die in 10 Gebiete noch eingegliedert sind. Und wir in dem Bereich sind im Gebiet Hochschwab, wo 8 Ortsstellen involviert sind. Und bei der heurigen Winter- und Sommerübung ist die Ortsstelle Kapfenberg die austragende Ortsstelle. Wir versuchen bei diesen Gebietsübungen einfach die Ortsstellen zusammenzufangen und im Falle des Falles für einen groß angelegten Einsatz dementsprechend gerüstet zu sein. Und daher ist diese Übung vonnöten. Einsatzgebiete waren der Leingraben in Redfeld, die Rettenwand und die Fischerwand. Koordination und perfekter Ablauf der Einsätze sind für den Ernstfall enorm wichtig. Und der Raum Kapfenberg ist für solche Übungen bestens geeignet. Wir haben hier rund um Kapfenberg ein recht gutes Übungsgelände. Wir haben bei dieser Übung 3 Szenarien geplant.
Das eine Szenario ist im Prinzip ein Forstunfall mit einer schwierigen Bergung. Das zweite ist ein Sucheinsatz mit anschließender Felsbergung und das dritte Szenario ist ebenfalls eine Felsbergung. Sowohl die zwei Forstarbeiter, die vermissten Kletterer und die Sportkletterer, die in der Fischerwand ihre Probleme hatten, konnten geborgen werden. Insgesamt waren 70 Personen im Einsatz. Die Übung wurde gegen 22 Uhr unfallfrei abgeschlossen. Als Resümee dieser Übung wurde festgehalten, dass nur das gemeinsame und Miteinanderarbeiten aller Einsatzorganisationen den heutigen, vielfältigen Anforderungen im Einsatz gerecht werden kann. Bravo und danke, dass es euch gibt. Am Rennfeld war er 5 Jahre lang sozusagen der Almwirt. Jetzt hat es ihn wieder zurück in die Stadt gezogen. Trotzdem, Ewald Weitzer bringt das Almfeeling in seinem Lokal am Brucker Hauptplatz richtig zur Geltung. Soeben noch am Rennfeld als Almwirt aktiv, plötzlich ein eigenes Lokal namens Mundart am Brucker Hauptplatz. Ewald Weitzer hat die offizielle Eröffnung seines urigen Lokals bereits hinter sich. Einige Kleinigkeiten werden zwar noch gemacht, die Vorbereitungen dafür laufen. Seit Montag, 3. Februar ist offen, Vorbereitungen laufen sehr gut. Wie man sieht, fast fertig, ein paar kleine Dinge sind noch zu ändern, aber perfekt. Eröffnung war auch super, gut gefeiert, war super die Eröffnung. Und die Öffnungszeiten sind bei uns von 8 Uhr in der Früh bis 22 Uhr am Abend. Samstag bis 14 Uhr und Sonntag ist geschlossen, das ist die Winterzeit. Die Sommerzeit ist von April weg bis Ende September durchgehend, wobei Sonntag erst ab Mittag offen ist. Ein uriges Lokal samt urigen Namen und die Schmankerl laden natürlich ein, dem ehemaligen Hüttenwirt auf alle Fälle einen Besuch abzustatten. Lokal nennt sich Mundart, kommt steirisch, Mundart, wie man spricht, die Art, was man macht, was man bei Veranstaltungen macht, weil ich habe die Terrasse oben, kann ich 10 Veranstaltungen machen. Spezialisiert eher auf Jause, steirische Jause, Schweinsbratenbrot, Steierkastbrot, Verhockertbrot, Toast, Bauerntoast und kleine Snacks gibt es hier. Laugenbrezen, Salzstangerl, da ist und spezielle Weine habe ich auch. Murauer Bier, offenes Weißbier, einzigartig in Bruck. Ja, und gute Schnäpse, auch handgemachte Schnäpse, auch von Rennfeld mitgenommen. Apropos Rennfeld, 5 Jahre auf der Alm und dann doch in die Stadt zurück und das aus gutem Grund. Ja, es war 5 Jahre, 3 Monate genau am Rennfeld oben und eigentlich muss ich sagen, es ist sehr schwer, es ist sehr schön, aber im Winter, vor allem die Bewirtschaftungszeit oben, das Rauffahren im Winter, alles ist sehr schwer und die Küche, ich bin alleine. Ich habe einen Koch rum gehabt und dass die Küche funktioniert, Sauberkeit vor allem und alles, das ist sehr beschwerlich. Und 5 Jahre durchgeht am Rennfeld, glaube ich, das passt gut und habe ich viel gelernt, um, dass man unten auch ein Lokal aufmachen kann. Ewald Weitz und sein Lokal Mundart am Brucker Hauptplatz. Ein sympathischer, lustiger Wirt in einem urigen Ambiente. Ein kleines, aber feines Lokal mit Zukunft. In der Schülermannschaft des KSV 1947 hat er seine Fußballkarriere damals begonnen und sich danach bis in die Kampfmannschaft hochgespielt. Rund 15 Mal war er auch für die österreichische Nationalmannschaft im Einsatz. Die Rede ist von Ignaz Buschnigg, der am 5. Februar nicht nur seinen 80. Geburtstag feierte, sondern zugleich auch seinen 59. Hochzeitstag. Aber nicht nur Ignaz Buschnigg feierte Geburtstag, auch einem zweiten Kapfenberger Fußballer wurde zum 80er ein Ständchen gebracht. Sein Lieblingsverein ist Bayern München. Seine Heimat ist und bleibt Kapfenberg, obwohl es damals in seiner aktiven Zeit sehr wohl zahlreiche Angebote aus dem In- und Ausland gab. Ein besonderes Erlebnis aus der aktiven Laufbahn ist Ignaz Buschnigg immer noch in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr es genau, aber bei uns im Stadion hat die Nationalmannschaft gespielt und die hat gegen Kapfenberg gespielt. Und ich habe damals anscheinend so gut gespielt, dass mich der Trainer der Nationalmannschaft geholt hat, in die Nationalmannschaft zu spielen und bin seit der Zeit dann mit der Nationalmannschaft nach Amsterdam gefahren und wir haben mit der Nationalmannschaft gegen Holland gespielt. Und damals war ich genauso dabei und wir haben gegen Holland 2-2 gespielt. Die Liebe zu seiner Frau, die zum damaligen Zeitpunkt gerade schwanger war, die Arbeit und der Fußball ließen den sympathischen Kicker dann doch in Kapfenberg bleiben. Wie sehen Sie das jetzt? War das die richtige Entscheidung von Ihrem Mann und von Ihnen in Kapfenberg zu bleiben? Ich glaube, dass für meinen Mann sicher das Richtige war, weil er ist sehr heimatverbunden. Der wäre überall unglücklich gewesen.
Und die Frau zieht sozusagen mit? Wir waren mitgegangen, das ist selbstverständlich, aber so ist uns lieber gewesen. Wir haben nichts versandt. Ignaz Buschnigg, ein großartiger Fußballer mit großartigen Leistungen, denen auch der aktuelle KSV-Präsident Tribut zollte. Ja, der Buschnigg war eigentlich für die damalige Zeit Nationalspieler. Das war ganz was Besonderes, dass jemand aus der sogenannten Provinz überhaupt ins Nationalteam gekommen ist. Und Buschnigg war einer derjenigen, oder einer derjenigen, die das geschafft haben. Da war natürlich so, dass die Wiener Großclubs nur die Spieler gestellt haben. Und ich glaube, er hat auch damals ein super Angebot gehabt aus einem vom Spanien, hat das aber abgelehnt und ist in Kapfenberg geblieben. Also wenn man sich das ansieht, welchen tollen Fußball Herr Buschnigg damals gespielt hat und auch von Spanien damals ein Angebot bekommen hat, dann weiß man, welch toller Sport und Fußball er war. Zwei Tage nach dem 80er von Ignaz Buschnigg feierte ein weiterer bekannter Kapfenberger Fußballer seinen 80. Geburtstag. Fritz Jalitsch. Fritz wurde von ehemaligen Spielern ins Bistro Landforst eingeladen, wo ihn zwei Ex-Nationaltormänner, nämlich Fußball-Tormann-Legende Andi Andrich und der ehemalige Handball-Tormann Otto Kreuzenbrunner, inzwischen 83 Jahre, aber noch immer gut drauf und das nicht nur auf seiner steirischen Harmonika. Beide brachten Fritz ein musikalisches Geburtstagsständchen. Andi Andrich hat ja wirklich sehr viele Trainer gehabt, hat im Nationalteam gespielt, damals in der Staatsliga, hat aber auch bei Fritz Jalitsch trainiert. Was war denn das für einer, der Fritz Jalitsch als Trainer? Der Fritz Jalitsch war für mich eigentlich einer der besten Trainer, was ich gehabt habe. Und heute hat er seinen 80er, das haben wir mir gedacht. Wir werden ihm heute ein bisschen ein Ständchen machen und er freut, weil das bin ich ihm schuldig. Weil nach meiner Verletzung, was ich gehabt habe, was ich bei Rapid habe, mit Zuzang, hat er mich nach der Verletzung wieder dorthin gebracht, wo ich eigentlich vorher war. Und ich kann ihm nämlich sehr viel verdanken als sportlich. Fritz Jalitsch war ein langjähriger Spieler und Trainer bei steirischen Spitzenvereinen und viele Jahrzehnte in der staatlichen Trainerausbildung tätig. Fritz Jalitsch feiert seinen 80er. Wir von MEMA TV gratulieren herzlich, aber es gab eine Überraschung und die Überraschung haben die Fußballkollegen gebracht. Ja, ich war echt überrascht. Ich bin da nur aufgekommen, weil wir gesagt haben, wir treffen uns heute. Und auf einmal kommt der Karl aus. Der Georg Holger und der Andrich und sind alle da, der Kreuzenbrunner. Du warst da, mit dir habe ich auch nicht gerechnet. Das war wirklich eine Überraschung. Fritz, du warst ja wirklich sehr lange im Fußball tätig, im steirischen Fußball. Du bist sehr anerkannt. Die Leute können sich noch erinnern, speziell die Älteren. Was ist denn dein Erlebnis? Was war denn das schönste Erlebnis im Fußball für dich? Ja, das ist eigentlich schwer zu sagen, weil ich immer gute Erlebnisse gehabt. Wir haben sehr viele steirische Jugendspieler ausgebracht, die in der Nationalmannschaft gespielt haben und die heute noch in der Bundesliga spielen. Pepi Gallertz hat für Kapfenberg viele, viele Tore geschossen und der Fritz Jalitsch war einmal dein Trainer. Wie schauen da die Erinnerungen aus? Ja, da habe ich große Erinnerungen und gute Erinnerungen, weil der Fritz Jalitsch war mein Trainer, der mich von Amateurtraining zum Profitraining geführt hat. Und der hat mich ein Jahr praktisch trainiert, alleine mit dem Stanimax, wo ich beruflich tätig war und nur mal umtrainiert habe. Und der hat das bewältigt, dass er mich darüber geführt hat und dass das positiv gelungen ist. Das war für alle Beteiligten ein fröhliches Wiedersehen. Und so wünschen wir dem Fritz alles Gute und Gesundheit weiterhin, das MEMA TV Team. Diesen Beitrag widmet Ihnen Toyota Scheikel, Bruckmur und Mürzhofen. Den neuen Toyota RAV4 gibt es in vierter Generation als Urvater des SUV, wahlweise als Benziner oder Diesel, sowie mit Allrad und ohne Allrad. Sehr viele innovative Ideen wurden beim neuen RAV4 verbaut. Bei Kauf bis 30.06. gibt es das Zubehör zum Sonderpreis. Toyota Scheikel, Bruckmur und Mürzhofen. Musik.
Geduld zu haben ist oft schwer, ich weiß, wovon ich spreche. Trotzdem bietet man bezüglich der neuen Mittelschule noch ein wenig abzuwarten, da man innerhalb eines Jahres noch nicht alle Antworten auf diverse Probleme gefunden hat. Das Schulsystem in Österreich ist einem ständigen Wechselbad ausgesetzt. Und zumeist wird alles auf dem Rücken der Pädagogen und der Schüler ausgetragen. Zu viele Eigeninteressen und politisches Kalkül dominieren. Schon glaubte man, die Lösung gefunden zu haben, wird auch schon wieder am Erfolg gerüttelt. Es bleibt die Schlagzeile: Neue Mittelschule, Erfolg oder Flop? Wenn man sich es ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass die neue Mittelschule eigentlich keine neue Schulform ist, sondern einfach eine andere Art Lernen. Das heißt, das Lernkonzept ist eigentlich das, was innovativ ist bei der neuen Mittelschule. Grundsätzlich darf ja jede Schule, jede Mittelstufe eine neue Mittelschule werden. Das heißt, auch die Gymnasien sind eingeladen, ihre Unterstufe umzubauen und eine neue Mittelschule daraus zu machen, nämlich diesem neuen Lernkonzept zu folgen. Ist diese neue Form, die neue Mittelschule, ein Unikum? Oder möchte ein Unikat, besser gesagt, der Steiermark, oder ist das in ganz Österreich verteilt? Die neue Mittelschule ist mittlerweile in ganz Österreich angekommen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Standorte in Gesamtösterreich, die nicht schon begonnen haben damit. Also wir in der Obersteiermark sind jetzt flächendeckend auf der fünften Stufe dabei und wir beginnen zu entwickeln. Es ist so, dass man von einzelnen Verantwortlichen der AHS zum Beispiel hört, ja, aber jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir eigentlich keine Unterstufe mehr. Selbstverständlich ist die AHS in ihrer Langform da, selbstverständlich. Parallel dazu bauen wir jetzt kontinuierlich die Hauptschulklassen in neue Mittelschulklassen um, das heißt ein neues Prinzip, den Unterricht zu gestalten. Nun die Frage, warum rüttelt man schon wieder an diesem System? Das Prinzip, dieses neue Lernen, braucht seine Zeit, um wirklich durchgängig in alle Klassen, in alle Köpfe und auch in alle Häuser zu bringen. Wir brauchen einfach Zeit, diese wirklich kluge Idee gut ins Laufen zu bringen. Das wird nicht nur in einem Jahr möglich sein, sondern wir werden einige Jahre brauchen, um hier diese Pionierarbeit wirklich flächendeckend umzusetzen. Nun, als erfahrene Pädagogin werden Sie sich manchmal wahrscheinlich auch denken, warum wird das alles immer auf den Rücken der Pädagogen und der Schüler ausgetragen? Weil man immer vorschnell über etwas urteilt, was man sich vielleicht im Moment noch nicht so ganz genau angeschaut hat. Also wenn man nur sagt, okay, man hat dann ein Ergebnis einer Testung und stellt dann ein ganzes System in Frage, das wäre ein bisschen billig und einfach. Sondern es wäre klug, sich mit diesem System intensiv auseinanderzusetzen, den Häusern Chance zu geben, sich zu entwickeln und dann drauf zu schauen. Damit kommen wir zum Sport. Das erste Playoff-Spiel der ECE Bulls Handball gegen den ATV Trofeiach hatte gleich von Beginn an Derby-Stimmung. Zunächst ein ausgeglichenes Spiel, am Ende hatten dann doch die Bullen die Nase vorn. Bruck musste auch in diesem Spiel zwei Stützen vorgeben, Ivan Ivisic und Denny Gasparov fehlten verletzungsbedingt. Trotzdem hatte das erste Meisterschaftsspiel in der oberen Playoff sofort Derby-Charakter. Bei fast ausverkaufter Halle gab es zunächst ein Abtasten beider Mannschaften. Danach gab es ein aggressives Abwehrverhalten auf beiden Seiten und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit offen gehalten, wenn nicht sogar dominiert. Zweite Halbzeit waren für mich die Brucker um eine Klasse stärker. Kurz vor der Pause ein Zusammenstoß zwischen dem gegnerischen Tormann und Martin Breg bei den Bruckern. Nach mehreren fragwürdigen Entscheidungen der Schiedsrichter konnte sich Trainer Wunjak kaum beruhigen, was ihm die rote Karte einbrachte. Pausenstand 10:10. Ich muss sagen, wir waren jetzt ungewohnt in der 5-1-Deckung zu spielen, weil uns der Ivan Ivisic abgeht in der Abwehr. Und jetzt haben wir das mit der 5-1-Deckung, also mit dem Roksimic vorne, haben wir uns in der ersten Halbzeit schwer getan. Zweite Halbzeit, 6-0 ist dann wieder gegangen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann gleich 2x2 Minuten für Bruck. In dieser Überzahl konnten die Gäste aus Trofeiach erstmals in Führung gehen. Gute Abwehrleistungen und tolle Tormann-Reaktionen brachten die ECE Bulls wieder heran. Ab diesem Zeitpunkt war Kampfgeist angesagt und durch tolle Kreis- und vor allem Flügelbässe durch Simic und Gottwald war die Führung bald wieder bei den Heimischen.
In den letzten 10 Minuten spielte nur noch Bruck, die den Sieg mehr wollten als die Trofeiacher. Ja, ich glaube, es war mal von vornherein gewusst, dass es ein ganz schweres Spiel wird, dass das auf Messerschneide ist. Wir waren nicht komplett, Trofeiach war nicht komplett und haben genau gewusst, was auf uns zukommt. Und ich glaube, so wie du richtig gesagt hast, wir haben den Sieg einfach mehr wollen wie Trofeiach. Gesamt gesehen sah man ein spannendes und kampfbetontes Spiel, das die ECE Bulls aufgrund der hervorragenden zweiten Halbzeit verdient für sich entscheiden konnten. Ein weiterer Meilenstein im Kampf um den Aufstieg in die HLA, die höchste österreichische Spielklasse. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten beträgt jetzt 2 Punkte. Mit Schnee sind wir in diesem Winter in der Obersteiermark nicht gerade gesegnet. Trotzdem ist es in vielen Skigebieten Gott sei Dank möglich, dem Wintersport nachzugehen. Ein Firmenskirennen gab es vor kurzem in Turnau. Der Skiclub Bruck konnte trotz der Wetterkapriolen das Brucker Firmenskirennen für Damen und Herren sowie Dreiermannschaften Brucker Unternehmen oder einer Behörde plus Gästeklasse in Turnau durchführen. Mit 43 Mannschaften, insgesamt 130 Startern, war das heutige Firmenskirennen wieder toll besetzt. Es waren hauptsächlich Firmen aus Bruck und Umgebung am Start, aber auch Mannschaften aus von Leiten, aus Graz war eine Mannschaft da. Und ich muss sagen, bei diesen schwierigen Bedingungen, bei diesen schweren Pistenverhältnissen war es wirklich eine gewaltige Leistung für alle, die da teilgenommen haben und auch würdig ins Ziel gekommen sind. Die sehr umfangreiche Vorbereitung nennt Obmann Schemmel kein Problem. Ich habe wirklich ein tolles Team, also es hilft wirklich jeder mit. Es fängt an über die Gestaltung des T-Shirts, über die Organisation im Vorfeld und da hilft wirklich jeder mit. Der Reingewinn dieses Firmenskirennens kommt auch unserem Integrationsskikurs zugute, den wir in den Semesterferien durchführen mit Kindern aus dem BIOS-Institut und das muss ich sagen, ist einfach eine tolle Arbeit von unserem Verein und von den Verantwortlichen und Instruktoren und Helfern. Im Anschluss an das Rennen fand im Zielbereich eine After-Race-Party statt. Für Stimmung sorgte Marion. Der Brucker Skiclub veranstaltet heuer zum 14. Mal dieses Firmenskirennen. Ist wirklich schon eine Tradition. Nächstes Jahr ein kleines Jubiläum. Es ist wirklich eine tolle Idee, aus einer tollen Idee entstanden und ist noch immer sehr, sehr beliebt. Hunderte Starterinnen und Starter, die Firmen, Organisationen, Ämter, Behörden, wo sich die Teams eben zusammenfinden. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte, auch hier in Turnau. Kann nur gratulieren, auch den Pistenteams und so weiter. Also es ist wirklich eine gute Sache und vor allem, ich danke den Verantwortlichen des Skiclub Bruck. Christian Schemmel ist der Obmann, stellvertretend für alle. Wünsche auch für das nächste Jahr jetzt schon alles Gute. Unsere Stadtgemeinde Bruck 1, Andrea. Mama, Papa, ich setze mich vor den Computer. Einen Satz, den viele Eltern von ihren Kindern oft zu hören bekommen, aber leider nichts dagegen unternehmen. Die Bewegung und der Sport geraten leider in vielen Familien ins Abseits. Abhilfe schaffen hier unter anderem die ECE Junior Bulls in Kapfenberg, die die Kinder für unterschiedliche Sportarten begeistern. Kinder begeistern aber mit sinnvollen Freizeitbeschäftigungen. Das gelingt den ECE Junior Bulls jedes Mal aufs Neue. In den Schulen ist man unterwegs, diesmal in der neuen Mittelschule am Schirmitz, um auf die Sportarten Handball, Volleyball, Basketball und Eishockey aufmerksam zu machen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es enorm wichtig, Kinder für den Sport zu begeistern. Ja, in der Zeit wie heute ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass sich Kinder bewegen. Die Spielplätze in den Siedlungsgebieten und so laden nicht unbedingt dazu ein, dass man von sich aus spielt. Ballspielen ist auf vielen Plätzen und an vielen Örtlichkeiten verboten. Und da muss man dann die Schule nützen, wo man Turnstunden hat, damit man die dann einfach bereichert mit unseren 4 Sparten, die wir anbieten, mit Eislaufen, Volleyball, Handball und Basketball. Den Tag aktiv verbringen, für viele sicherlich eine willkommene Abwechslung. Vielen fällt es sogar schwer, sich für eine spezielle Sportart zu entscheiden. Man kann also nicht sagen, welche Sportart am besten ankommt. Ja, überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz eigenartig. Ich versuche da einmal das auszuloten, welche Sportart ist am populärsten jetzt von unseren 4 Angebotenen. Und am Schluss des Tages hat sich dann herausgestellt, letztes Jahr,
dass wirklich sich das zu gleichen Teilen aufteilt. Es gibt Kinder, die haben noch nie Kontakt mit Volleyball gehabt. Und nach dieser Volleyball-Einheit sind sie auf einmal Volleyball begeistert. Und genauso ist es auch beim Eislaufen und im Basketball und im Handball. Also das ist oft für die Kinder das erste Mal, dass sie da eine professionellere Anleitung kriegen. Für die Sparten Handball, Volleyball oder auch Basketball ist die Ausrüstung zu Hause schnell gefunden. Anders hingegen sieht es da beim Eishockey aus. Aber auch hier hat man treue Helfer an der Hand. Wir haben da das Glück, dass der Hans Ohlmann wirklich auch immer da ist für uns und der sperrt dann den Schuhverleih auf. Also es ist jetzt da die erste Einheit nicht Eishockey im herkömmlichen Sinn mit voller Adjustierung. Man wird das Umziehen schon den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen. Also wir beschränken uns da mehr auf Eislaufschule und ein paar Grundzüge vielleicht aus dem Eishockey. Und da brauchen wir uns wirklich nur die Eislaufschuhe anziehen, was oft schon schwer genug ist, aber das funktioniert. Wir stellen da gratis die Ausrüstung zur Verfügung, die Eislaufschuhe. Und den Kindern kostet auch der Eintritt in die Eishalle nichts. Also das können wir wirklich als Verein und mit Unterstützung der Gemeinde zur Verfügung stellen. Vorhanden ist auch der Spaß am Sport. Seitens der EC Junior Bulls betreut man heuer insgesamt 23 Volksschulen. Und vor allem in den ländlicheren Gebieten der Obersteiermark merkt man, die Nachfrage ist auf alle Fälle gegeben. In unserem Zusammenschnitt von Musik ohne Grenzen sehen Sie in dieser Woche Gernot Bachanik, Christa Fartig und Pia Vanelli. Musik ohne Grenzen, Musik, sie ist frei. Ob Volksmusik, ob Schlager, Big Band oder Rock'n'Roll. Musik lieben alle Musik. Musik ist toll. Was wird, meine Damen und Herren? Ja, selbstgeschriebene Songs aus dem Austropop-Genre, die wir spielen auf der Bühne, die alle von mir geschrieben sind. Was Besonderes einfach, schauen wir, ob es den Leuten gefällt. Es ist nicht so dieser Schlager, den man sonst vielleicht auf jeder Hütte hört oder so. Das ist was anderes. Sagst, dass ich dich nie verstanden hab und nur mir selber wichtig war. Du sagst, ich war verschlossen wie ein Grab, verletzend, kalt und unnahbar. Wie oft du gekannt hast in der Nacht und ich hab meistens drüber gelacht, weil ich nicht gemerkt hab, du wirst da gehen. Du warst fast wie ein Teil von mir. Jetzt stehst du auf einmal hinter dir und wie ich aufwache, ist zu spät. Es tut so weh, wenn man verliert, wenn einem die Kraft zerrissen wird. Man sieht an jeden verloren, doch leider ist schon alles vorbei. Du warst ganz einfach immer neben mir, im Schatten meiner Eitelkeit. Und ich hab viel zu wenig geredet mit dir, stumm durch die Selbstverständlichkeit. Ich hab nie gesehen, wie schön du bist, ich hab dich nie im Leben vermisst. Wann immer ich dich braucht hab, warst du da. Es gibt jetzt nichts mehr zum Verzeihen. Wir sollten uns noch wichtig sein. Wer reden kann jetzt mit mir allein? Es tut so weh, wenn man verliert, wenn einem die Kopf zerrissen wird. Man sieht an jedem verloren, doch leider ist schon alles vorbei. Was du heute noch tut neben mir und ich spüre deine Noten auf der Haut. Der Stolz macht unbeschreiblich blind, der Hochmut.
Mut hat sein Gold verdient, doch in mir schreit's nach dir so furchtbar laut. Es tut so weh, wenn man verliert, wenn an die Kraft zerrissen wird. Was ich dann jeden verleihen, doch leider ist schon alles vorbei. Es tut so weh, es tut so weh, wenn man verliert. Dankeschön. Musik ohne Grenzen, Musik, sie ist frei. Ob Volksmusik, ob Schlager, Big Band oder Rock'n'Roll. Musik lieben alle Musik. Musik ist toll. Ich bin heute das erste Mal da, auch musikalisch. Leider habe ich nicht viel Möglichkeit gehabt, dass man die Stadt anschaut. Aber ich glaube, es ergibt sich sicher demnächst einmal. Was werden die Leute heute von Ihnen zu hören bekommen? Also vorwiegend Popschlager, Titel von mir auch natürlich. Ja, ein bisschen was Stimmungsvolles sozusagen und Texte aus dem Leben. Ich, du bist nichts für mich, ein kleiner Flirt und mehr ist dann nicht für dich. Kann sein für eine Nacht, hab ich mir gedacht, und dann kam alles anders als Gefühle da, die ich mir.
Ja, es ist so, dass ich eigentlich das erste Mal in Bruck an der Mur bin und es freut mich natürlich heute ganz besonders, bei dieser TV-Aufzeichnung dabei zu sein. Was wird man von Ihnen heute zu hören bekommen? Auf jeden Fall mein neues Weihnachtslied, das nächste Woche jetzt veröffentlicht wird, und Titel von meinem selbstgeschriebenen Album. Einen schönen guten Abend! Geht's euch gut? Jawohl! So, seid's dabei! Auf an die Hände! Jawohl! Entweder oder, nichts bleibt geheim. Willst du mich ganz, sonst lass ich es sein. Gefühle sind da, doch damit spielt man nicht. Zeig mir dein wahres Gesicht. Glaubst du, mein Herz hält das ewig aus? Immer wenn ich allein zu Haus will endlich mit dir einen Morgen sehen, gemeinsam durchs Leben gehen. Du bist das Schönste, das es gibt, hab mich total in dich verliebt. Hey, schön, dass es dich gibt. Mal nein, wieder fall ich auf deinen Blick rein. Nach Stunden schleichst du dich heimlich fort, ohne ein einziges Wort. Das hier mit uns, ein Karussell, alles dreht sich ja viel zu schnell. Versuch doch einmal den Sinn zu sehen, dann wird es bestimmt wunderschön. Du bist das Schönste, hab mich total in dich verliebt. Hey, schön, dass es dich gibt. Oh, schön, dass es dich gibt. Spür die Erfüllung tief in mir. Meine Seele ruft nach dir. Wann bleibst du endlich hier? Halt mich ganz fest, weil ich sonst hier, denn ohne dich scheint keine Sonne mehr. Du bist das Schönste, das es gibt, hab mich total in dich verliebt. Wie schön, dass es dich gibt. So schön, dass es dich gibt. Spür die Erfüllung tief in mir. Meine Seele ruft nach dir. Wann bleibst du endlich hier? Hier bei mir. Du bist das Schönste, das es gibt. Hab mich total in dich verliebt. Hey, schön, dass es dich gibt. So schön, dass es dich gibt. Spür die Erfüllung tief in mir. Meine Seele ruft nach dir, wann bleibst du endlich hier? In unserer Serie damals steht das Jahr 1997 diesmal im Mittelpunkt. Ich bin sehr einsam, denn niemand redet mit mir so innig wie über mich. Diese Zeilen schrieb Hermes Fettberg im Sommer 1997. In diesem Jahr war er damals auch zu Gast in Mürzzuschlag. Meine Damen und Herren, Christian Hölbling, Reinhard B. Gruber,
Hermes Fettberg. Drei nette Leute, ein Literat, ein Kabarettist und eine Art Talkmaster, fanden sich im Kulturhaus mit Zuschlag ein. Jeder für sich ein Künstler im Umgang mit der Sprache. Von Eierlikör und Foucade war keine Spur. Das allgegenwärtige Plastiksackerl hingegen durfte nicht fehlen. Auf der eigens herangeschafften Couch ließ sich die personifizierte Wortgewalt Josef Fenz alias Hermes Fettberg nieder. Laut Ankündigung sollte nun die Welt erklärt werden. Ja, es ist an und für sich etwas Obszönes. Wir setzen uns da auf. Also ich fühle mich natürlich schuldig wie immer und denke mir, ich setze mich da auf und es ist gar nichts. Ne? Das ist ein Problem. Frau Strommer, Sie sind in diesem Haus eine der Verantwortlichen, aber nicht unmittelbar für diese Veranstaltung verantwortlich, weil es nicht in Ihrem Bereich fällt. Fiele es in Ihrem Bereich. Wäre dann der Herr Fettberg heute auch da? Herr Fettberg wäre für mich genauso ein Thema, weil er einfach eines schafft, nämlich Leute in dieses Haus zu holen und Leute für Veranstaltungen in diesem Haus zu sensibilisieren. Aha, ja. Ja, ja. Also das heißt, was wir da machen, ist eigentlich falsch. Wir müssten hier eigentlich eine hitzige Debatte über Debatten müssten stattfinden. Aber wir sind ja müde geworden. Ne? Fett. Wir sind fett geworden. Ist das das Resümee eines 68ers? Ich bin nochmal einen Hauch jünger als Sie, wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich bin 52 geboren, das heißt, ich war 1968 16 und im tiefkatholischen Milieu, also war Ministrant und so. Also. Obwohl, ich habe schon Forum gelesen, aber ich habe noch. Ich war noch Lektor in der Kirche auch und Ministrant und so. Ja, gut. Ich bin kein 68er, leider. Ich bin überhaupt ungebildet. Das ist aber mein Problem, dass ich ja natürlich keine Ahnung habe von der Welt und euch daher die Welt auch nicht erklären kann. Tut mir leid. Also, es tut mir leid. Sie sind der Veranstalter des heutigen Abends und haben den Herrn Fettberg nach Mützzuschlag geholt. War das ein schwieriges Unterfangen? Der liebe Hermes ist so ein guter und netter Mensch, dass er das ganz einfach gestaltet hat. Also es war kein Problem, den Hermes hierher zu holen. Haben Sie damit nicht nur die Nachfrage der Mützzuschlager befriedigt, sondern war es auch ein persönliches Anliegen von Ihnen, den Herrn Fettberg einmal nach Mützzuschlag zu bringen? Ich mag den Hermes ganz gern und habe mir auch die nette Lightshow natürlich immer angeschaut. Und also ich habe schon meine eigenen Interessen auch ein bisschen befriedigt damit, ja. Ja, was mich interessiert am Phänomen Fettberg, vielleicht um das einmal aufzustacheln. Ich habe ja diese Sendungen verfolgt im Fernsehen. Und je weiter das fortgeschritten ist, umso mehr habe ich den Eindruck gehabt, dass da Leute unten sitzen im Publikum bei Ihnen, die das eigentlich nicht verstehen. Die an Stellen lachen, wo es mir dann unangenehm war, weil man gedacht habe, die lachen jetzt über diese Erscheinung, wenn der auch nur Buh sagt. Ist es Ihnen da ähnlich gegangen? Ich habe alle Tode dieser Erde gestorben. Ich bin alle Tode dieser Erde gestorben, natürlich. Weil sich auf eine Bühne setzen, heißt ja, irgendetwas behaupten. Ne? Und ich bin mir in allem sehr, sehr unsicher. Ne? Das heißt, wenn man über mich lacht, bestätigt das mich. Ich denke mir, zu Recht. Mhm. Ne? Also, insofern war das für mich nicht irritierend, sondern Nahrung für den Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Gleichzeitig also ich halte es eigentlich für unanständig, Talkshows zu machen. Ich habe jetzt im Vorbeigehen von jemandem den Satz gehört, es war so schwach, dass es schon wieder gut war. Können Sie sich dem anschließen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich sage, es war einfach andersartig und deswegen war es was wahnsinnig Besonderes. Und ich muss sagen, ich bin jetzt gefesselt und fasziniert und deswegen sitze ich noch da. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie sich darauf setzen und mit dem Herrn Fettberg da frei von der Leber weg kommunizieren?
eine schwierige Frage. Interessant wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube, die Selbstsicherheit aufzubringen, ist, glaube ich, nicht einfach. Fettberg erklärt die Welt. Ist Ihnen jetzt die Welt klar? Ist Ihnen jetzt die Welt klar? Ich glaube, es ist ein Stückchen klarer geworden. Aber die ganze Welt, glaube ich, das natürlich nicht, das ist klar. Aber ich bin dann der Wahrheit oder ich bin dem Ganzen ein Stück näher gekommen dadurch, ja. Warum der Wahrheit? Der Herr Fettberg liebt ja die Lüge oder ist ein Verfechter der Lüge und Sie sagen, Sie sind jetzt der Wahrheit ein Stück näher gekommen. Wie darf ich das verstehen? Nein, ich glaube, der Herr Fettberg hat Wahrheit, der ehrlichste Mensch vom Anfang bis zum Ende. Roten Faden gab es für das Gespräch keinen. Dementsprechend schwierig gestaltete es sich. Bei Zusehern und Gesprächspartnern blieb ein leicht unbefriedigtes Gefühl. Nicht alle weltbewegenden Fragen fanden ihre Antwort. Wenn man im Prinzip kommen die Leute, um Fettberg zu schauen. Das ist ganz klar, weil den kennt man, den hat man gesehen. Und der Fettberg im Fernsehen ist erstens einmal geschnitten. Er ist immer geschnitten im Fernsehen. Er ist prinzipiell geschnitten. Der Herr Fettberg ist Meister darin, Fragen nicht zu beantworten und das Thema über 300 Windungen und verlorene Fäden dorthin zu lenken, wo er es gerne hätte. Wie geht man damit um? Das ist natürlich als Beisitzer sehr schwierig oder als Ministrant. Ne? Wenn der Pfarrer jetzt mitten in der Predigt beschließt, das Thema zu wechseln, und dann Roman von Gabriel García Márquez verliest zum Beispiel, oder wenn er sich entschließt, jetzt einen Stepptanz dort zu machen, vor dem Altar, dann sind die Ministranten wahrscheinlich auch einigermaßen ratlos, wie sie dem jetzt begegnen sollen. Ich habe mich ähnlich gefühlt wie ein Ministrant, der jetzt nicht gewusst hat, wie er sich eigentlich beteiligen soll an dieser ganzen Liturgie. Ich habe das Gefühl gehabt, egal ob ich jetzt ja oder nein dazu sage, es ist nicht das Adäquate, es ist das eine und das andere falsch, weil es eigentlich zu dem Thema nichts zu sagen gegeben hat für mich. Und weil aber gleichzeitig sehr stark die Erwartungshaltung da war, ja, da muss ja jetzt irgendwas kommen noch. Und gerade am Schluss hat man das beim Publikum ganz stark gemerkt, sie wollten nicht wahrhaben, dass es eigentlich nichts mehr zu sagen gibt. Es war noch so dieses Saugen da, jetzt hopp auf, gibt's uns noch was, wir wollen jetzt nicht gehen. Also eigentlich hat man die ganze Veranstaltung mit Gewalt abbrechen müssen. Es war dieses Sensorium nicht da, zu sagen, okay, that's it. Ach weh. Wir haben jetzt Zuschlag wirklich schwer geschadet heute. Na gut, also wir nennen man den, also dann hat einer plötzlich gesagt, Hermes, fang da mit Herm an, nicht? Weil die Schwester Hermine ist in Pension gegangen. Nicht? Und so hat sie nach der in Pension gegangenen Schwester Hermine seit 1981 Hermes. Und das Bruder habe ich verhindert, weil ich gesagt habe, das war ein Halbgott und kein Bruder. Also es war, Hermes ist mir dann gegangen, nicht? Und seitdem heiße ich Hermes. Und Fettberg, das war so. Nein. Das reicht ja wohl jetzt. Nein, das stimmt so nicht. Also ich habe meinen Körper schon immer gehasst. Also nicht plötzlich. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, so, es begann in der ersten Klasse Volksschule oder so, dass alle Buben, oder ich weiß nicht, waren da die Madeln auch dabei, das weiß ich gar nicht beim Turnen, die konnten sich so aufstemmen. Also das heißt, also einen Zug, also wenn man sich so in die Höhe, und ich habe das nicht gelernt, also meine Oberarme waren so unmuskulös, dass ich mir, wie nennt man das, einen Klimmzug, ich konnte keinen Klimmzug, nie, nicht, jemals, nie, niemals. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, subjektiv, ich sei dick. Aber das Wort Blatt habe ich natürlich nicht gewusst, dass es Blatt ist, was anderes als dick. Dick ist irgendwie mächtig und Blatt ist aufgeblasen und ich bin Blatt. Das heißt, das ist alles Luft. Wenn man da einsticht, ist so, kommt das alles so aus. Also. Wir brauchen das Vakuum. Siehst du, ich kann keine Klimmzüge und ich kann auch keine. Das ist Blasen, ist auch gelernt. Das ist die größte Nummer, die das Meme TV je hervorgebracht hat.
Damit sind wir am Ende unseres Magazins Treffpunkt Oberstarmark angelangt. Besuchen können Sie uns auch im Internet unter www.mematvo.at. Im Namen des Teams danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.